Leute, bitte machen Roller gegen 2 TM. Ein Mauscursor. Ah, scheiße. Und ein schwarzer Bildschirm. So eine. Und willkommen zu meinem Let's Play. The Legend of Zelda. The Wind Waker. Ein Spiel, das. Ja. Jetzt hoffentlich funktioniert. Warum ist der Himmel so dunkel? Verstehe nicht. Das jetzt hoffentlich funktioniert. Hoffentlich. Ich habe schon einige Mal versucht. Ja. Und ich musste immer was einstellen. Neue Version runterladen, alles so weit. Aber jetzt hoffe ich mal, dass es funktioniert. Dam, dam. Und wir beginnen mit dem Intro. Dies ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überlieferten. Es war einmal vor langer Zeit in einem weiter entfernten Königreich, von dem man sagte, die Kräfte der Götter würden in ihm ruhen. Dieses Land war gesegnet mit der frische, lebendigen Grüns und idyllischen Natur. Das nennt sich Hyrule. Da ist gerne. Aber das Böse hatte sein Auge darauf gerichtet und raubte den Kräfte der Götter. Tja, da sehen wir gerne. Durch diese dunkle Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch, als es so aussah, als wäre das Ende gekommen, tauchte plötzlich ein Jüngling gewandert im Grün der Wesen aus dem Nix auf. Diese Musik ist geil. Der Jüngling schwang sein Schwert, sein heiliges Schwert, und bannte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Held der Zeit, in Klammern Link, und überlieferte seine Geschichte. Generationen vergingen und seine Abenteuer warfen sich mit der Zeit dem Mantel der Legende über. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gewandt zu haben schien, noch einmal mehr aus den Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreiches glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch er kehrte nicht wieder. Ich bin übrigens gleich gespannt, ob das jetzt funktionieren wird. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber. Ihm blieb nur noch ihre Gebete. Weil nach dieser Cutscene hier, nach dem Intro, hat sich meistens aufgehangen. Schließlich bleibt ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Was danach aus dem Königreich wurde, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Tragisch, tragisch. Übrigens spielt das Spiel in Hyrule. Oh, einen Moment, das könnte am besten laut werden. Gut. Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist auch nicht vergessen. Dum, dum, dum. Es gibt eine Insel, auf der es braucht ist, einen Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, so er ein bestimmtes Alter erreicht. Du, du. Der Wind, der über das grüne Wesen streicht, erfüllt sein Herz und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Der Wunsch, dass er so wird wie der Held aus der Legende, voller Mut und Tatendrang, liegt wohl diesem Brauch zugrunde. Tja, und dieser Junge sind wir. Gucken, es ist funktioniert! Hier, hatte ich immer ein Blackscreen. Da-da. Präludien. Ich hoffe, dass die gesamte Emulation gut funktioniert. Mein Computer ist gut genug, ja super, der erste Lag. Ja, von dem Computer nur gut. Nein, ich habe einen neuen. Max!
Nein, ich habe mich ja Max genannt. Scheiße, ich wollte mich Link nennen. Ach, egal. Ja, neuen Prozessor bekommen, deswegen... Max! Deswegen wollte ich das erstmal ausprobieren. Okay. Fernglas. Das ist Max, ja. Schlafen tun. Besser gesagt, Link. Schläft. Ja. Super. Das ist irgendwie normal. So, sein Auge ist irgendwie über seinem Haar, egal. Ja, ich kann auch nicht so gut aufstehen immer. Da bist du ja. Oh, da bist du. Hihihihi. Ich könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang was mehr anschauen. Oh Gott, meine Vorleser-Skills. Oh Gott. Und dann auch noch so ein Anglizismen. Ja, ich habe voll mir was mehr angeschaut und sowas. Du, Max, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Hm. Du bist doch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Nein, wie kommst du denn darauf? Hast du es etwa vergessen? Alter, die Augen. Heute ist dein Geburtstag. Oh ja, na, interessant. Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gesucht habe. Max, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Okay. Dann mal runter. Okay. Autsch. Egal. Oh, wie ist die? Oh, ist die Kamera schön. Ja. Oh, und oh. Oh, ey, super. Oh, die Steuerung. Oh, ich liebe diese Steuerung. Diese Steuerung ist super. Okay. Laufen. Kamerasteuerung ist ultra mega super geil. Hier kann man da ran. Oh, Leute, also. So eine wunderschöne Steuerung, das kennt man auch von Twilight Princess, aber das ist irgendwie noch mal viel cooler. Oh Gott. So, gleich ein paar Rubine sammeln. So, hier kann man einfach so, ja. Hier kann man einfach so die Kamera umdrehen. Oh, ist das schön. Okay. Hohoho. Ja, ich freue mich auf dieses Projekt. Ziemlich doll. Und es dauert mal wieder lange wahrscheinlich, aber scheiß drauf. So, du... aber eklig. Okay, ein umgedrehtes Triforce. Öffnen. Omi, na, bist du zu Hause? So, da hoch. Will ich. Mal gucken. Hylia-Schild. Max, ich habe auf dich gewartet. Max. Also Link. Probier doch mal das hier an. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Wie ich gucke. Oh Gott, wie Toon Link guckt. Wie Link guckt. Du hast das Heldengewand erhalten. Sieht sehr warm und gemütlich aus und deswegen gucke ich auch so doof. Geil. Jetzt schau doch nicht so. Schlüpf rein. Runtergesammelter Mundwinkel. Ich bin total scheiße. Ich bin Angela Merkel-Style. So. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreicht hast, wie damals der Held aus der alten Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet, eher toll, und in der Kunst des Schwertkampfes unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind vorbei, und überhaupt der Einzige, der sich auf dieser Insel noch mit der Kunst des Schwertkampfes beschäftigt, ist der alte Vater Orca. Vater Orca, Alter. Der Schild, den du hier als Wandspuck siehst, ist noch ein Überbleibsel aus jenen alten Zeiten. Hylia-Schild. Was ist das für ein Gesicht? Was ist das für ein Gesicht da drauf? Okay. Mal gucken. Mir gefällt's. Verstehst du? Ja, ich hab dir voll zugehört. Max, freu dich doch. Das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Weshalb wohl? Gut, heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe noch so viel vor mit der ganzen Vorbereitung für die Feier. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für dich. Deine Lieblingssuppe für euch sogar. Ich hoffe, du freust dich. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, bitte geh und hol deine Schwester Ariel. Ja? Akzeptiert, allerdings will ich zuerst nochmal... Ja, geht einfach runter. Ja, so.
Erstmal will ich doch mal zu Vater Orca. Weil, wenn der schon Schwertkampf trainiert, dann will ich doch gleich mal ein bisschen Schwertkampf machen. Da bum bum, da bum bum, da dum dum. Ist das Vater Orcas Haus? Halt doch mal L gedrückt, okay. Egal. Ich will nicht sprechen. Ich will hier rein. Ich will zu Vater Orca. Der Name ist genial. Übergroße Ocarina oder was? Oh Max, heute erreichst du also dasselbe Alter wie damals der legendäre Held. So alt bist du also schon? Nun denn, von jetzt an muss es dein Bestreben sein, dich körperlich zu ertüchtigen. Ja. Denn nur in einem starken Körper kann auch ein starker Geist wohnen. Dragon Ball Regel. Du kommst gerade richtig. Ich wollte soeben die Rolle üben. Ich werde sie dir also gleich beibringen. Pass gut auf, du läufst erst mit vollem Tempo los und drückst dann A, um die Rolle auszuführen. Wenn du glaubst, den Dreh rauszuhaben, dann roll doch mal mit aller Kraft gegen die Wand. Okay. Was ist da unten wieder für ein Lärm? Kann man denn nicht mal seine Sachen, seine Ruhe haben? Die ganzen Sachen sind in meinen Regalen. Ja, ich. Die ganzen Sachen in meinen Regalen sind auf den Boden gefallen. Alter, wie sie sich aufregt. Denkt mir nichts, Junge. Mein älterer. Also, das ist, hat sie geschrien wie eine Frau. Mein älterer Bruder, der oben wohnt, ist nervlich eben etwas labil. Ist ja auch kein Wunder. Den ganzen Tag hockt er in sein Zimmer und liest. Er weiß zwar viel und ist sehr gebildet, aber so klug er ist, so stur ist er auch. Aber noch schlimmer steht es körperlich um ihn. Der ständige Bewegungsmangel hat einen klapprigen Schwächling aus ihm gemacht. Wirklich beschämt. Ich muss schon sagen, Max, du verfügst über Talent als auch über eine gute Auffassungsgabe. Es stehen raue Zeiten bevor, nur der starke und kampffertige wird bestehen. Ja, ich habe mich entschlossen, dich in der Kunst des Schwertkampfes zu unterweisen. Na, wie sieht's aus? Bist du bereit für eine kleine Übungsstunde? Und ob! Link, der Linkshänder. Schön, als erstes üben wir den Horizontalhieb. Drücke B und greife mich an. Okay. Bam. Greife ich so lange an, bis ich sage, dass es reicht. Bam, 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 bam. So. Gut, als nächstes den Vertikalhieb. Drücke L, um mich anzuvisieren. Und drücke danach B. Den kann ich am besten. Ah, Mist. Ja. Drücken, 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 okay. Sehr schön, und jetzt der Ausfall. Visiere mich mit den L-Fuchs an und drücke dann oben, oben B. Okay, gib mir alles, was du hast. Gut, ein Ausfall nach dem anderen. Okay. Gut, das genügt. Genau wie ich es vermutet hatte. Du hast Talent, aus dir könnte vielleicht sogar eines Tages ein großer Schwertmeister werden. Aber noch ist es zu früh für dich, ein Schwert mit dir zu führen. Noch kann ich dir keins überlassen. Und außerdem würde mich deine Großmutter ganz fürchterlich ausschimpfen, würde ich dir eins geben. Wenn du Lust hast, komm doch einfach wieder auf eine Übungsstunde vorbei. Okay. So, nochmal verbeugen. Und raus hier. Jetzt aber mal ganz schnell Schwester Ariel holen. Wie ich mich auf das Projekt gefreut habe. Ich freue mich jetzt auch, dass alles funktioniert. Ansonsten hätte ich welche fast verzweifelt. Da-dam, 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 da-da. Auch den Grafikstil vor allen Dingen mag ich sehr. Hier dieses Comicartige, dieses Cell-Shading. Ja. Da, 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 da. Vor allen Dingen, ich finde die. Kann es sein, dass hier die Grafik so ein bisschen besser ist als in Twilight Princess? In Twilight Princess war nicht die Grafik zwar realistisch, aber die Textur war sehr verwaschen. Also, da fände ich doch diese comicartigen Stile doch viel besser. Nichtsdestotrotz, es ist ein großartiges Spiel. Es soll ein super Spiel sein. So wie jedes Zelda-Spiel. Oh, Max. Hat das Oma für dich gemacht? Ja, ganzen Tag lang gestrickt. Na, ich weiß nicht, ist sie daran nicht heiß? Aber es steht dir hervorragend. Max? Ja, so heiße ich. Streck doch mal deine Hand aus.
Das ist mein größter Schatz und ich leih ihn dir für den ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag. Blablabla. Bla, bla.